Ich heiße natürlich auch die Medienvertreter sowie die Vertreter der Stadt Oranienburg willkommen. Und als erstes heute Abend haben wir Gewinner der Präsentatoren von Antenne Brandenburg und von der MAZ, die hier sind und als erstes den Park begutachten können und sagen können, es ist geil, es ist schön, es freut uns, wir werden dort Spaß haben. An meiner Seite begrüße ich Herrn Alexander Lesicke, den Bürgermeister der Stadt, und Ruben Bönisch von der Firma POA. Wir sind zusammen die Veranstalter, also die, sage ich mal, das initiiert haben und das wirtschaftliche Risiko tragen. Ja? Ich habe auf dem Schlosshof einige Konzerte durchgeführt in den zurückliegenden Jahren, unter anderem mit Katie Melur, mit Adel Tawil und Nena. Und da ist mir ihr wunderschöner Park ins Auge gefallen. Und da kam dann der Gedanke, der dann irgendwann reifte, warum macht man in dieser Stadt, die einen klangvollen Namen hat, nicht eine Lichtillusion? Ja? Und aus dem Gedanke wurde eine Idee, man ist mit der Stadt in Kontakt getreten und hat nachgefragt, ob das möglich ist. Die Signale waren positiv. Dann Ruben mit seinem Team ist hierher gekommen und, sage ich mal, ein Team, was den Park begutachtet hat mehrmals und dann entwickelt hat, was wie wo aufgebaut wurde, welches Konzept dahinter liegt. Und dann wurden 20 Tonnen Material angefahren, es wurden 10 Kilometer Kabel verlegt, es gibt 30 verschiedene Lichtgruppen zu sehen und zu bewundern im Park. Ich glaube, jeder, der, sage ich mal, zur Sonnenjahreszeit, gerade wie heute, dann das Licht erlebt, freut sich, es strahlt Wärme, Optimismus und ich sage mal, für jeden auch wird es ein paar schöne Stunden geben, wenn er durch den Park läuft. Es gibt vieles, vieles zu bestaunen, zum Beispiel das Mapping hier, das wir auch ein Stück angelehnt haben an die Geschichte der Stadt Oranienburg. Und natürlich die Wege bis hin, sage ich mal, den See, der eine Fontäne hat und wo eine Lichtillusion drauf ist. Also es gibt eine Menge zu bestaunen. Ich habe die ganz große Bitte, wenn es Ihnen gefällt, tragen Sie diese Information in die Welt. Dann, das ist die beste Werbung für uns. Ich möchte es aber nicht versäumen, mich zu bedanken bei Herrn Bartsch und seinem Team, die eine tolle Arbeit geleistet haben und unterstützt haben. Und ich möchte mich natürlich auch im Vorfeld bedanken bei den vielen fleißigen Helfern, die, sage ich mal, in vielen Tagen das aufgebaut haben und bei unseren Präsentatoren Antenne Brandenburg und der MAZ. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Wie gesagt, tragen Sie es weiter. Sie haben das Wort. Ach so, eine Sache noch. Auf dem Weg durch den Park werden Sie an der Orangerie Versorgungsstände sehen. Und dort werden Sie nachher einen schönen Glühwein erhalten oder einen Kinderpunsch und natürlich ein Würstchen. Sie sind alle herzlich eingeladen. Sehr, sehr herzlich. Sie haben Oranienburg schon oft zum Glänzen gebracht. Und Ihr Erfolg ist immer auch unser Erfolg, weil Katie Melur war ich übrigens selber auch gewesen, also es war für mich auch ein ganz bezaubernder Abend gewesen und gerne, gerne mehr davon. Wir wissen, es gibt immer so ein paar Probleme und Herausforderungen mit Lärmschutz und man muss auch das alles ein bisschen abwägen. Aber ich persönlich wünsche mir, dass wir noch mehr möglich machen können in der Stadt, weil das ist das, was die Gesellschaft und auch unsere kleine Stadtgesellschaft braucht, dass nach 3 Jahren Corona, wo wir auch alle vielleicht auch so ein bisschen uns eingeigelt haben, wir auch Geselligkeit wieder lernen und auch den Zauber des Zusammenseins genießen können. Und deswegen danke ich Ihnen auch für dieses kreative neue Format. Also ich bin selber ganz gespannt, was uns da erwarten wird. Und ich danke Ihnen, dass Sie trotz des fiesen Wetters, man muss es leider so sagen, Ihre Beine in die Hand genommen haben und heute hierher gekommen sind. Ich hoffe, oder ich bin mir ganz sicher, das wird auch belohnt. Ich hoffe, dass der da oben ein bisschen auf uns hört und in der Zeit, in der Sie hier wirken, noch ein bisschen besseres Wetter uns beschert, damit Sie ja auch das gerne noch einmal wiederholen. Und jetzt bin ich erstmal gespannt darauf, was uns hier alles erwartet. Das, was hinter uns ist, ist ja schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und
und gerne mehr davon. Also danke, dass Sie hier sind und jetzt auf einen zauberhaften Abend. Vielen Dank. Ziel ist es natürlich, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen und Sie können gerne Ihren Beitrag einfach dazu leisten. Wenn wir sagen, wir kommen wieder, dann wird es eine neu initiierte Ausstellung geben. Aber warten wir ab, lassen Sie sich dann überraschen. Ja? Vielen Dank. Uwe. Ja, ich kann mich nur dem anschließen, was du gesagt hast. Ich darf mittlerweile mit unserem Team 20 solcher Veranstaltungen ganz Deutschland betreuen und da gibt es viele tolle Locations und trotzdem findet man dann immer wieder Juwelen wie hier, wo man hinkommt und sofort inspiriert ist und wir waren sofort Feuer und Flamme hier, so etwas umsetzen zu dürfen. Und ich muss auch sagen, ich muss mich auch nochmal bedanken, das war hier eine ganz tolle Zusammenarbeit, sehr unkompliziert und wir freuen uns gemeinsam sehr, dass wir das hier machen dürfen, dass wir auch so etwas mal darstellen können wie hier, so ein Videomapping. Und ich kann mich denen auch nur anschließen, wenn es Ihnen gefällt, erzählen Sie es weiter, kommen Sie wieder. Und wir wollen eigentlich hier jedes Jahr komplett neue Installationen und Illuminierung sozusagen Ihnen bieten, dass es immer spannend bleibt. Und ja, ich hoffe und freue mich auf viele Jahre guter Zusammenarbeit. Vielen Dank, Uwe. Dann darf ich Sie einladen zum Rundgang. Viel Spaß und sonntags soll die Sonne scheinen, wenn eröffnet wird. In diesem Sinne. Danke.